Wer ist der Gewinner der Bachelorette 2021? Wer konnte im Finale Maxims Herz für sich erobern? Bereits am Mittwochabend durften sich die Fans der Kuppelshow über die Ausstrahlung des Finales bei TV Now freuen. Zunächst erinnert Maxim sich gemeinsam mit Finalist Max an all die gemeinsamen Aktionen und Dates, die beide erleben durften. Danach geht es zum romantischen Treffen inklusive Tanz und sinnlichem Küssen mit Raphael. Obwohl Maxim immer wieder betont, dass sie eigentlich zwei andere Männer, nämlich Leon und Julian, in der Favoritenrolle gesehen hat, vergibt sie im großen Finale am Strand doch noch eine letzte Rose. Maxim erklärt zwar, dass sie sich bisher nicht verliebt hat, dennoch erklärt sie Raphael, dass sie es gerne weiter mit ihm versuchen möchte. Die Bachelorette verschenkt ihre letzte Rose damit an den Österreicher. Max muss ohne Rose und ohne Maxim die Heimreise antreten. Dennoch wünscht er ihr alles Gute und zeigt sich als fairer Verlierer.